Während in Nahost Israel den Konflikt weiter versucht, nicht eskalieren zu lassen, was macht unsere Außenministerin? Kein Spaß, diese Bilder neben mir, sie sind echt, sie sind von dieser Woche und gleich macht sie eine 360-Grad-Wende. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist wirklich phänomenal. Die schlechteste Außenministerin seit Gründung der Bundesrepublik, die Außenministerin mit dem niedrigsten Intelligenzquotienten seit Gründung der Bundesrepublik, die Außenministerin mit dem schlechtesten Englisch seit Gründung der Bundesrepublik, die angeblich da drüben studiert haben soll, kein Mensch kann es glauben, die Außenministerin mit einem linguistischen Problem, zu dem sie nicht offen sprechen oder stehen möchte, hat nichts Besseres zu tun. Während der Nahostkonflikt kurz vor der Großeskalation steht, lässt sie sich auf Sommerreise in Deutschland filmen beim Trampolinspringen. Leute, das ist kein Witz. Ich dachte erst, das sind alte Aufnahmen. Nein, das Ministerium hat es sogar bestätigt. Es war Teil während eines offiziellen Besuches bei einem Prothesenhersteller. Dort dürfte sie dann auch, ihr werdet es sehen, die berühmt-berüchtigte 360-Grad-Wende. If he doesn't change by what, 360 degrees? No. Und jetzt changed Annalena Baerbock 360 degrees drei oder viermal. Sag ich, darf ich einmal dazu erklären? Ja, klar, einmal richtig. Aber dann. Oh. Oh. Und das haben wir früher immer gemacht. Wenn man so rumgedaddelt hat, genau. Annalena, wir haben dich entdeckt in der einzigen Disziplin, in der du wirklich Spitzenklasse bist, im Trampolinspringen. Wir bitten dich, ich hoffe, das war nicht nur ein Arbeitsbesuch, sondern das war ein Besuch, um eine Anschlussbeschäftigung finden zu können für Annalena, denn wir werden sie definitiv nicht mehr brauchen als Mitglied einer Bundesregierung, als Ministerin für dieses Land. Dafür hat sie jetzt schon lange Zeit bewiesen, dass sie dazu völlig ungeeignet ist. Völlig ungeeignet. Sie möchte die Schutzinteressen von den Afghanen bei uns, auch wenn sie Straftäter und Gefährder sind, über die Stellen des deutschen Volkes bzw. der Bevölkerung, das sind nicht nur Deutsche hier, das sind alle, die hier leben, denn sie ist gegen die Abschiebungen, darüber hat sie jetzt vorgestern wieder vom Stapel gelassen, sie möchte alle sicherheitsüberwachen. Auf jeden Gefährder kommen 25 Vollzeitpolizisten dafür, aber da oben, das ist Annalena und währenddessen im Nahost quasi täglich Menschen sterben, auch täglich Kinder sterben, es ist ein sehr schlimmer Krieg, gibt es einfach. Also, wie kann man solche Bilder in die Welt senden? Ja, aber weil dem Ganzen nicht genug ist, gibt es selbstverständlich ein Trampolin im Nebenzimmer ihres Büros im Auswärtigen Amt. Es gibt sogar hier ein Foto davon, ist die kleinere Ausführung, aber reicht vermutlich, um jedes Mal gegen die Decke zu hüpfen. Und wenn man das am Tag 50 oder 100 Mal gemacht hat, quasi im Büro gegen die Decke gehüpft sein, dann wissen wir auch alle, wie es um den Zustand bestellt ist. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, ihr habt das alle bildlich verstanden. Es gibt jetzt hier selbstverständlich noch die Meldungen aus Israel. Man wird ja langsam durcheinander. Sie haben gestern mit einem Enthauptungsschlag in Beirut, der Hauptstadt vom Libanon, die Nummer 2 der Hisbollah-Armee ausgeschaltet. Wenn ihr die Bilder gesehen habt, das war wirklich ein Präzisionsschlag. Also gezielter Treffer und versenkt, ein bisschen was anderes, wie wenn man die russischen Treffer aus der Ukraine sich anschaut, die sind nicht so präzise, weit nicht so präzise. Dann gab es im Iran heute früh eine Attacke, man hat die Nummer 1 der Hamas im Ausland, im Auslandsbüro ausgeschaltet. Das finden die im Iran so schlimm, dass dort erwachsene muslimische Männer anfangen zu weinen im Fernsehen. Ja, es sterben Menschen, allerdings muss man das Ganze unter dem Aspekt betrachten, wie es ist. Ein Konflikt zwischen Staaten, ein kriegerischer Konflikt. Es gibt ja Terrormilizen, die versuchen, die Souveränität eines Staates zu untergraben. Und das Hauptproblem ist ja vor allem, wenn ihr euch die ganzen Interviews anschaut von den Palästinensern, für die gibt es nur one solution. Und das ist die ohne Israel. Und boah, alles Propaganda von da unten. Ich kann euch vor allem die Bilder eigentlich alle gar nicht zeigen. Man sieht alles von da unten, wirklich die schlimmsten Verletzungen, die ganzen Kinderbilder, ganz anderes Thema. Aber die Reaktion jetzt, warum man in Beirut und im Teheran zugeschlagen hat, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es Teheran war, es stand nur Iran dabei.
ist der Raketeneinschlag auf den Golananhöhen. Die Golananhöhen sind schon wieder so ein schwieriges Thema. Die sind auch nicht ganz völkerrechtskonform annektiert von Israel. Aber diese völkerrechtswidrige Annexion hat der Internationale Strafgerichtshof ja nur für die Westbank festgestellt, also für das Westjordanland. Und eigentlich müsste unsere Regierung sich daran halten, von dort gekennzeichnete Produkte nicht mehr zu importieren, weil sie gegen Völkerrecht verstoßen. Olaf Scholz sagte in der Sommerpressekonferenz, er finde das eklig. Ja, okay. So viel zum Thema Völkerrecht. Die Bundesregierung, sie findet es eklig. Ich kann euch jetzt nochmal zeigen, was Auslöser auf den Golananhöhen waren. Keine Angst, ihr seht keine Leichen, kein Blut, gar nichts. Aber ihr könnt mal sehen, was dort so für eine Atmosphäre war. Das ist dieser Spielplatz neben diesem Fußballgelände, wo es diese vielen Kinder als Opfer gefordert hat. Und jetzt schaut euch mal an, wo das ungefähr dort passiert ist. Direkt an der Grenze zum Spielplatz ist diese Rakete eingeschlagen. Ihr habt es gehört, kam schnell, kam wenig Vorlaufzeit. Nur mal, um zu sehen, auf was Israel hier reagiert hat. Ja, ich kenne die ganzen Bilder aus Gaza. Ich kenne auch die ganzen zivilen Opfer. Da müssen wir aber mal drüber diskutieren, ob das noch zivile Opfer sind oder ob das einfach Kombattanten sind oder Nicht-Kombattanten. Es ist immer schwierig. Die Menschen im Gazastreifen dulden es, dass in ihren Zeltstätten, wo sie wohnen, also in ihren Flüchtlingsunterkünften, dort dulden sie es, dass dort Mörser stehen, die nach Israel schießen. Und wenn man sich zwischen Zivilisten tarnt, ja, und die Zivilisten das auch noch dulden, dann ist es dem Gegenüber nicht verboten, dieses Ziel anzugreifen, auch wenn Zivilisten außen rum stehen, denn das ist, also es ist völkerrechtlich auch geregelt, ja. Die müssen auch in Uniform kämpfen. Also die ganzen Kämpfer da, die stehen dann in Zivilkleidung irgendwo an einem Mörser in einem Zelt und dann, wenn es am Ende heißt, Israel hat diesen Mörserpunkt ausgeschaltet, dann zeigen sie nur Bilder von zivilen Opfern. Ja, weil sie sich gegen das Völkerrecht und das Kriegsrecht wenden und sich hier gar nicht klar erkennbar als Kämpfer kennzeichnen. Es gibt gewisse Regeln im Krieg, die werden von vor allem von der Hamas nicht beachtet. Und nochmal, die Hamas wird unterstützt von den Leuten aus Palästina, beziehungsweise aus dem Gazastreifen. Palästina soll es ja mal werden. Und Palästina soll es werden, ohne dass Israel existiert. Das sagen sie in jedem Interview. Schwieriges Thema. Und unsere Außenministerin, die sendet einfach katastrophale Bilder in die Welt. Wir machen einfach ein bisschen Trampolin und dann wird das auf der Welt schon werden. Frau Baerbock, es ist schon schlimm genug, dass Sie gegen Ihren Amtseid verstoßen, indem Sie die Bleibeinteressen hier von manchen Leuten höher werten als das Wohle des deutschen Volkes, zu dem Sie sich per Eid verpflichtet haben. Zum Wohle des deutschen Volkes wäre es, wenn Sie mal alle Ausreisepflichtigen nach Hause schicken, ja, dann hätte Frau Geibitz auch nicht das Problem, dass alle jetzt aufs Land ziehen sollen, wo die leerstehenden Wohnungen sind. Völliger Wahnsinn. Und vor allem die Sommerpause ist schon zur Hälfte rum. Sie bekriegen sich täglich, dabei brauchen Sie überhaupt keine Migrationsdebatte in der Ampel. Das wäre jetzt der Untergang der Ampel. Aber Frau Baerbock stellt sich hier gegen beide Koalitionspartner, die SPD und die FDP, die sind sich einig, dass abgeschoben werden muss, auch nach Syrien und Afghanistan. Und da haben sie die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Das ist selten, dass sie das haben. Aber wir wissen, wenn sie die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung hinter sich haben, werden sie meistens 180 Grad entgegengesetzt reagieren. Ob Frau Baerbock da nicht ganz durcheinander wird mit ihren Zahlen, werden wir sehen. Sie kann ja noch ein paar Salto Mortale machen und dann schauen wir mal, wie lächerlich wir uns noch machen lassen müssen von dieser Frau. Es ist wirklich, es ist phänomenal. Das Schlimmste ist ja an Frau Baerbock, was mir am meisten leid tut, sind ihre Kinder. Ja? Die müssen das jetzt die nächsten 10, 15 Jahre, wenn die aufwachsen, kriegen die das immer aufs Brot geschmiert. Immer, egal von wem. Ja? Das ist das Schlimme daran. Nur weil die Mutter gemeint hat, sie möchte sich hier verdient machen für die Bundesrepublik. Meint sie ja wirklich. Ich sehe das etwas anders, aber wir werden sehen, was die Zeit bringt, dass uns niemand mehr ernst nimmt. Ja, wen wundert das? Wen wundert das? Abonniere den Kanal, abonniere auch X und Telegram. Es gibt heftigste Proteste in England. Phänomenal, was dort wieder, also wir können inzwischen nicht nur sagen, Kalifat England brennt, sondern Kalifat England ist im Krieg. Sie sind wirklich im Krieg. Es geht jetzt auf den Straßen tagtäglich nur noch darum,
Boah, schwierig. Ich versuche ein Video zu machen, was YouTube nicht abstraft, und dann sehen wir uns bald wieder. Damit ciao, bis bald.